Hallo zusammen, wir haben heute den 20. Mai und es ist 15.18 Uhr, wenn ich diesen Clip über das Gold anfange. Der letzte ist schon wieder 2 Wochen her, deswegen dachte ich, es sei vielleicht mal notwendig, das zu machen. Ich befinde mich auf dem Tool von der Hypovereinsbank One Markets und vor euch liegt der Wochenchart auf 5 Jahre. Ich soll sagen, eine Kerze, eine Woche. Da fallen mir einfach so ein paar Dinge mal auf. Ich hole mal den Chart ein bisschen näher ran, nach wie vor auf Wochensicht. Wenn ich zum Beispiel die Fibos hier anlege, von dem letzten Tief, was wir hatten, bei 1676, dann komme ich ziemlich genau momentan auf das 50er Retracement von dieser Bewegung hier von 2069 runter bis zur 1677. Ich runde leicht. Sind wir hier am 50er dran und am oberen Wochenband. Bis zum 61er Retracement habe ich noch etwas Platz, das liegt bei 1919. Die lange Wochentechnik ist über den Oszillator schon leicht überkauft, aber ohne irgendwie ein nennenswertes Schwächesignal. Genauso befindet sich auch der Trendfolger vor dem Hintergrund von diesem doch recht steilen Trend weiterhin noch positiv, noch keine Schwäche. Schauen wir uns mal die ganze Geschichte über den Tag an. Da sieht man ein bisschen mehr. Das ist jetzt der Tag, eine Kerze, ein Tag. Wir haben hier das wohl für allen bekannte Doppeltop in dem Bereich von 1960. Und wir haben hier diesen Doppelboden, wo ich eben die Fibos angelegt habe, bei 1977. So weit, so gut. Wir haben also eine ordentliche Bewegung jetzt hinter uns gehabt von 1676 hoch bis gestern 1890. Gestern fand ich deswegen so interessant, weil in dem Moment, in dem der Bitcoin heftigst verloren hat, ist das Gold stark gestiegen bis auf 1890. Als er sich dann wieder erholte und ging schon wieder Richtung 40.000, hat es auch schon wieder 20 Punkte verloren. Diese Kerze, die wir hier haben, nennt sich Long-Legged Doji. Das passiert ziemlich selten. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich dies letzte Mal bei einem größeren Titel gesehen habe. Beim Gold erst recht nicht. Das ist ein Zeichen der Ungewissheit. Das muss ich einfach so sagen. Da sind die Bullen und Bären stehen sich gegenüber und überlegen irgendeinen Waffenstillstand. Tatsächlich ist das ein Zeichen der Unsicherheit. Oftmals kommen nach diesen Zeichen Verkaufssignale. Die habe ich allerdings noch nicht. Allerdings, hier über den Oszillator stehe ich kurz vor einem, der rechnet momentan bei 84. Wenn er unter die 80 geht, die Slow Stochastic, dann kann das durchaus mal ein bisschen kritisch werden. Kritisch sehe ich jetzt allerdings das Ganze noch nicht so sehr. Erst wenn wir unter diesen Punkt hier gehen, das war das letzte Touchieren der 10-Tage-Linie, unter die 1808, müsste ich mir überlegen, ob diese Bewegung hier ein Ende gefunden hat. Aber da das Gold richtig schön gelaufen ist, hat es jederzeit das Recht, auch mal zu atmen. Interessant ist, dass wir hier in der 200-Tage-Linie liegen. Wenn ich jetzt einfach mal den Chart mal so ein bisschen zurückmache, die 200-Tage-Linie wurde immer ein bisschen umkämpft. Hier zum Beispiel, hier über einen längeren Zeitraum. Und da sind wir jetzt etwas drüber. Es ist ganz selten, dass die einfach, hier hinten sieht man es nochmal, mehrere Tage darum oszilliert. Es ist ganz selten, dass das Gold da einfach mal nach oben oder unten durchgeht. Das bitte ich einfach mal zu berücksichtigen. Also gehe ich davon aus, dass wenn wir jetzt hier schon an diesem 50er Retracement liegen, von der Bewegung vom All-Time-High hier oben bei 2069 und hier runter, dann darf der Wert auch mal eine Pause machen. Also ich rechne jetzt nicht damit, dass wir sofort dieses Doppeltop hier angreifen bei 1950. Ich muss eigentlich vor dem Hintergrund von dieser Technik und auch hier auf Tagessicht geht das MACD, geht etwas weiter runter, muss ich eigentlich mal davon ausgehen, dass der Markt eine Seitwärtsbewegung leicht korrektiv einschlägt, auch nochmal unter die 200-Tage-Linie. Ganz wichtiges Niveau ist die eben angesprochene 1809. Da sollte es doch dann bitte nicht runtergehen. Da liegt aber vorher noch die 20-Tage-Linie, die jeden Tag ein bisschen steigt, als gute Unterstützung. Für die Scheine gehe ich hier, ich bin Mac-User, mit beiden Tasten auf das Gold, öffne die Derivate-Box und die kommt dann hier. Ich gehe zu den K.O.-Produkten. Ich gehe in den Long rein. Ich möchte mir einen Long suchen, der unter diesem Doppelboden liegt. Ganz kurz im Kopf mal nachgerechnet, müsste das ein Achterhebel sein. Mal schauen, ob ich da richtig liege. Hier kann man es besser sehen. Ich hole es mal hier rüber.
Das ist ein 8,97er Hebel. Das wäre jetzt ein Basispreis von 1.662. Ich finde den Hebel nicht zu klein. Das Gold bewegt sich manchmal ganz gerne. Und das hat die Kennnummer, dieser Schein, dieser unlimitierte, zeitlich unlimitierte Schein, hat eine Kennnummer von HW0MWW. Das ist auf die Entfernung gar nicht so einfach zu lesen. Heinrich Walter 0M Waltraud Waltraud. Das ist ein 1662er, da liege ich relativ bequem hier drunter. Ich kann natürlich auch noch einen nehmen, der hier oben liegt, im Bereich von 1750. Der hat einen deutlich höheren Hebel. Aber an dieser Stelle möchte ich erstmal einen nehmen, der ein bisschen weiter weg wirkt. Denn ich rechne ja damit, dass der Markt sich ein bisschen korrigieren wird und dann wird auch der Hebel von 9 ansteigen. Bei einem Short kann ich es mir ein bisschen einfacher machen. Ich lege den Short hinter das All-Time-High. Hier hinter die 2069 und da liege ich hier ganz gut, hier schon ebenfalls ein 9er Hebel. Das ist die Basis 2080, auch unlimitiert und hat die Kennnummer HR0EQH. Also ich glaube, dass das Gold erstmal ein bisschen pausieren wird. Es wäre eine sehr gesunde Erholung, wenn wir nochmal Richtung etwas unter die 200-Tage-Linie, 1845, vielleicht sogar idealerweise zur 20-Tage-Linie gehen würden. Das würde dem Chart alles im allem recht gut tun. Allerdings habe ich den Eindruck, dass das Gold weiterhin auch insbesondere von privater Seite gekauft wird. Insgesamt sollte das helfen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.